Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Wir haben heute eine Begegnung für Sie aus der Credit Suisse Super League im Angebot. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Shadrack Akolo. Ganz, ganz enge Entscheidung. Abseits, das waren Zentimeter. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Wird Einwurf geben. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Das Pressing ist da. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das sah natürlich gefährlich aus. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Da wäre jetzt Platz. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Jetzt gibt es einen Einwurf. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Den Ball hält er gut. Die Ecke kommt rein. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Der Ball kommt rein. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Gut mit dem Kopf, aber knapp drüber. Super Trick, er kommt vorbei. Rodriguez, tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten, da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Schiedsrichterin gibt den Elfmeter. Chance zum 1:0. Delbe ist drin. Toller Elfmeter. Da ist die Wiederholung nochmal eiskalt verladen. Ja, Ball in die Mitte und in dem Moment ist er dann unhaltbar. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schiedsrichterin lässt Vorteil auf.
Shadrach Akolo. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Ballverlust. Klasse Tackling. Ja, weg ist der Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Ball im Spiel gehalten. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen. Aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Jetzt müssen sie erst mal in der Defensive aufpassen. Oh, da ist er durch. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Spielverlagerung auf die andere Seite, aber Ball etwas zu hoch. Einwurf. ...45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Ball läuft gut jetzt. Da ist das Pressing erfolgreich. Das könnte die Chance werden. Er versucht's. Gehalten, aber weiter aufpassen. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schöner Zweikampf, sie erobern den Ball. Sie sind da. So, die Chance jetzt. Ja, das ist einfach überragende Stellungsspiel, dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Sie werden hier wechseln. Der Ball kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Vielleicht die Chance jetzt. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Shadrach Akolo. Sie gehen dazwischen. Das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben.
Gute Pässe jetzt. Da haben sie die Chance. Kein Problem, den hat er. Ball im Aus, das gibt Ecke. Da passt der Torhüter auf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke kommt. Gut, wie er den Ball abblockt. Die Gelegenheit. Tor, da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Kein guter Pass. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Sie unterstützen gut. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Vorne der Ballgewinn. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Nee, der Freistoß war nix. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jetzt hat er den Ball. Manzambi. Jetzt können sie den Ball klären. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nein, keine gute Befreiung hier. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Die Ecke kommt rein. Sie spielen erstmal raus. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden Sie zufrieden sein. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen...
Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Den Ball hält er gut. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Da ist er da, den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach, das war ein guter Kopfball. Rodriguez! Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Chance zum 1:0. Delva ist drin. Schöner Zweikampf. Sie erobern den Ball. So, die Chance jetzt. Ja, das ist einfach überragendes Stellungsspiel, dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt. Gut, wie er den Ball abblockt. Die Gelegenheit. Tor, da ist es. Und jetzt sind sie mit 2 Toren vorne. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch. Nein, keine gute Befreiung hier. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex.